Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Bloodborne. Hi. Und der Bruger ist wieder mit dabei und wir wollten eigentlich gerade helfen, aber er ist irgendwie als Feind erschienen. Und wir wissen noch nicht so richtig, was los ist, aber das ist ja nicht so schlimm, denn da können wir direkt mal zu Anfang ein kleines PvP-Match zeigen. Ja, warum nicht? Ich habe halt viel weniger Lebensenergie als du, aber auch machst ein bisschen Blut drin. Bist du aber ein netter, Vicky. Ich weiß. Bist du aber ein netter. Aber du heilst nicht, oder? Nein. Oh, du lägst rum. Du aber auch, so ein bisschen. Ups. Oh, jetzt hat er die fette Klinge raus, mit der er mir richtig Schaden macht. Das ist ja mies. Oh! Ach du Scheiße, ein Schlag, ich bin fast tot, ey. Ja, du Ratte. Na? Mies, na komm. Oh Gott, wie er mich hat. Kriegst du jetzt eigentlich meine Seelen, oder? Warte, ich krieg jetzt 29.000. Achso, weil ich hab 164. Hatte ich. Nee, ich hab nur 29 bekommen. Krass. Aber ich hatte auch wirklich nur die halbe Lebensenergie. Man sieht's jetzt, wenn man mein Spiel sieht. Mein Bild quasi. Also das finde ich ja kacke. Ich wollte eigentlich mit Vicky jetzt Koop machen, Leute. Und auf einmal bin ich der Feind. Das ist wirklich ein bisschen kacke. Warum? Ich weiß es nicht, aber ich mach nochmal die kleine Nachhallende. Ja eben, du hast ja auch die richtige geläutet eigentlich. Ja. Hä? Jetzt ist der Aufzug weg. Was? Mein Aufzug ist... Also ich bin oben wieder gespawnt beim Boss. Weil ich musste ja im letzten Part, habt ihr gesehen, ich habe Vicky beim Boss geholfen. Den habe ich jetzt nochmal schnell alleine gemacht. Alleine war er übrigens sehr leicht, weil den kann man super parryen, den Boss. Ja. Und jetzt auf einmal ist alles weg. Aber du kannst doch eigentlich runterspringen, oder? Nee. Ich glaube, das ist zu hoch. Soll ich es testen? Nee, lass mal. Leute, lieber mal die Glocke. Die ist noch, die läutet ja. Immer weiter, also, immer weiter. Ich habe mir gerade mal hier die Lampe, deswegen, dass ich nicht wieder oben spawne, wenn ich jetzt wieder als Gegner kommen sollte. Ich finde das ein bisschen ungeil, dass ich jetzt als Gegner, obwohl ich dir helfen wollte. Ja, eben. Ist ein bisschen komisch, ne? Ja, ich habe auch mal den Chicago ausprobiert. Ich hätte lieber Ludwigs Klinge lassen sollen. Naja. Oh, hier unten, ich bin mal kurz in den Geheimgang reingegangen, sind ganz viele Ratten. Okay. In den Seitentunnel oder was? Ja, ja. Ja, da bin ich jetzt auch gerade. Ist da wieder Kacke an der Decke, weil die ist richtig garstig. Boah, die hasse ich ja, ne? Die war schon im ersten so dreckig. Die hat mir im Dreier-Kelch hatte mir schon mal one-hitted. Also das Vieh hockt sich auf deinen Kopf und das ist. Die Combo hat mich dann gekillt, ja. Na ihr, Ratten. Das sind echt mies, die Viecher. Ja, ich hasse die. Ich hasse die, ne? Ich hasse die, ne? Ich hasse die voll. Das Mädchen. Oh, jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie alle. Nein. Ich sie hasse. Ja, die können ganz schön fies sein, die Teile. Und die sind nicht mehr One-Hit. Das ist am beschissensten. Bei mir sind sie drei. Ja, bei mir two, aber... Ich mag sie trotzdem nicht. Schlag doch zu! Ich weiche nur aus gerade, ich will zuschlagen. Dass es immer so lange dauert, bis das connected wird. Ich bin jetzt so die schnellen Klingen gewohnt hier bei mir. Mhm. Ich habe halt echt nur eine Kugel noch. Das muss. Muss meine Kugel ploppen bei mir. So, also ins Gesicht gehauen. Schön. Oh, da ist so ein Kackehaufen auf dem Boden. Bei denen hilft Feuer übrigens auch sehr gut, ne? Echt? Ja. Da sind die bei mir mit drei Schlägen tot. Kackehaufen. Oh Gott. Schaden. Ist ja super. Oh. Ah. Jetzt aber kann ich endlich als freundlicher. Oh, gegen Arkan ist es auch super. Okay. Ich finde das voll gut, wie schnell das geht hier mit dem, mit der Glocke, ne? Schon ja. Wo bist du jetzt eigentlich? Bist ich bin vor dir. Ach, da. Oh nein, du bist tot. Ach nee, das war's nicht, du.
Der hat eben immer wieder Lebensenergie zurückgekriegt, das Mistvieh. Alter, das sind noch mehr Ratten. Oh, die haben Pestbeulen. Oh, du leckst voll bei mir, aber das sind jetzt. Ne, du nicht bei mir. Problem ist, Vicky und ich, wir laden beide gerade Videos hoch. Auf YouPorn. Ja. Ihr Pennergesichter. Die platzen, da kommt irgendwas raus, hast du es gesehen? Ja. Sind das die Würmer, die kleinen? Nee. Oh Gott, bei mir leckt alles, bei mir lecken sogar die Gegner. Arschmaden. Oh ja, bei mir jetzt auch. Achtung, hinter dir. Hier, die einfach mit einem Schlag wegwämmst und ich hau da voll die Kombos rein. Ne? Oh, Grabschimmel. Oh, sehr gut. Ja, dann haben die öfter mal so Materialien für Kelche. Ölurne. Oh, da ist so ein Bestientyp. Alter, Schwede. Oh, ich kann nicht mehr schießen. So, tot. Das ist ein Arsch. Was ein richtiger Arsch, ey. Warum droppt der nicht mal was? 9.900 Seelen, aber. Oh, 23.000. Ja, ist doch gut. Ah, ich hab die Fonds auch. Oh, das hätte ich vielleicht mal machen können, ne? Ich hab die Fonds nicht verwendet, ne? Für Level Up. Oh. Ich hab jetzt 200.000 dabei. Ich hab 400.000 dabei. Oh. Fast. So. Zerstört. Er wird zerstört. Oh Gott, er lebt noch. Nee, doch nicht. Ich fände es ganz gut, wenn du mich bitte mal parieren lässt, dass ich meine Lebensenergie wieder auffüllen kann, weil ich habe mach mir immer Kugeln, weißt du? Mit Blut. Ach so. Mit Blutkugeln. Kannst du was sagen einfach dann? Nee, ist okay. Wusstest ja nicht. Hast du hier was rumliegen? Ach so. Ja, danke. Ja, ich kann dich ja heilen. Du schießt ja nicht so oft, ne? Ich habe halt immer Kugelmangel eigentlich, weil ich schieße so viel. Was ist das? Nee, hier liegt doch nichts rum. Was ist hier überhaupt? Okay. Was ist hier? Komisch. Wahrscheinlich nur, wenn man runterfällt. Ja. Ja, ich verstehe die Kelch-Dungeons manchmal eh nicht. Die sind sehr komisch. Aber hier vorne kann man auch hochklettern, ne? Der. Hier hinten war gar nichts mehr. Nö. Nö. Guck mal hier. Wo? Hier. Ach, hier. Rundgang, ja. Kann man hoch. Ach so, jetzt sind wir wieder am Anfang. Jein. Nee, da geht's noch mit die Brücke, siehst du? Ja, aber hier ist irgendwo. Nee. Ich verstehe es manchmal wirklich nicht. Da müssen wir noch ein Stück zurück. Wir sind ja gerade in so einem Seitengang. Oh, rasendes Kalb, Blut 7. Nice. Ritual Blut 4. Ah, das ist eine Schatzkammer hier. Das ist eine Schatzkammer. Guck, da sind Schätze drin. Und ein Digger. Oh, darf ich den parieren, bitte? Ach, na klar. Die sind übrigens feueranfällig, das ist so eine Silberbestie. Wow! Okay, vergiss es mit parieren. Okay. Ich habe ja eh volle Leben. Das ist doch Feuer. Hast du immer Feuer auf deinem Reiterpalast? Nee, das ist meine. Ach nee. Ach, das ist der Speer, Sägespeer. Der Sägespeer. Guck mal, hier ist eine kleine. Kann ich die eigentlich öffnen? Bei mir ist da nichts drin. Na, no, wie geil. Guck mal hier, vergiss die Truhe nicht, die habe ich schon aufgemacht. Mhm. Ich find's eine neue Waffe? Ja. Ich habe auch schon so Sägespeere hier, zwei Stück. Verlorenes Sägehackbeil und unheimliches Sägehackbeil. Guck mal hier. Ach, hast du die Krallen jetzt bekommen? Ja. Geil, die brauche ich auch noch, die Bestienkrallen. Hier, guck mal. Kaltblut Blumenzwiebel. Okay. Hast du die hier schon aufgemacht, die Kiste? Was macht das? Ach, ekelhaft. Guck mal. Komm her. Die hier? Ne, hier. Bei mir ist auch noch eine. Da ist auch noch eine. So viele Truhen hier. Ja, in den Schatzkammern sind immer mehrere. Ritualblut 5. Geil. Was? Ekelhaft? Was machst du denn? Warte. Kaltblut Blumenzwiebel. Ich glaube, da verlierst du aber Lebensenergie, wenn du das machst. Nee. Oder? Guck mal. Meine Hand. Okay. Das ist zur Bestie. Ja. Bei denen bringt es übrigens am meisten, wenn du diese Bestienblutpastillen nimmst. Echt? Weil, ja, dann kriegst du schneller einen Aufbau von dem Balken. Damit geht es am schnellsten, glaube ich. Ich glaube, die haben den schnellsten Bestienaufbau. Alter, was die Attacken, ne? Siehst du ja an den Balken da unten. Also, die haben einen Wert Bestie. Ich kann mal gucken, was Bestientum jetzt bei mir sagt. Bestientum 357, alter Schwede. Mhm. 1000 ist Maximum, glaube ich.
Wo bist du? Bist du runtergesprungen? Ja, ich bin wieder runter in das Loch. Ich gehe gerade wieder an den Eingang. Vom Dungeon. Dungeon? Dungeon. Oui, oui. Wo bist du hin? Da. Ey, geil. Geil, geil, geil. Die brauche ich wahrscheinlich eh bloß auf plus 6 machen. Das haben die Leute mir schon geschrieben. Die haben gesagt, so, ja, mit denen kannst, da lohnt sich's erst. Vorher bringt es nicht so viel mit der Bestienblut, weil du zu langsam bist. Nee, ich bin nicht zu langsam. Also ich habe bei ein paar Endgegnern einfach die immer auf Maximum gehabt schon. Und einfach weggekloppt. Wollte ich nur erschrecken. Die aufgeladene Attacke ist mit der ekligen Hand. Okay. So. Oh, warte mal. Ich wollte mal testen. Manchmal sind hier nämlich wirklich... Du musst mal gucken, wenn da so ganz leere Wände sind, ohne Wurzeln dran, dann haben die manchmal einen Geheimgang. Oh Gott, eben ruckelt es bei mir auch ganz schön. Ja. Oh, da ist so ein großes... Irgendwas. Oha. Danke viel. Ah, ich krieg so schon Bestientum dadurch, ohne eine Pille zu nehmen. Mit der Pille sind die halt richtig krass. Das teste ich jetzt einfach mal. Ich mache zwar wahrscheinlich null Schaden. Stimmt, irgendwo Kacke an der Decke, pass auf. Mhm. Oh, ich höre wieder. Was bist du? Alter. Hau weg. Okay. Ich mache mit denen keinen Schaden. Nur ein bisschen. Und das Bestientum wird ganz langsam, geht nur runter. Das ist schön. Ach, ich freue mich ja. Das ist ein bisschen wie die Klingen, ne? Vom Handling her. Ah. Aber ich muss mal wieder eine richtige Waffe nehmen. Sonst kommen wir hier noch in Teufelsküche. Oh, Waffe gefährdet, was? Schon wieder? Ja, ich hab die erst repariert. Warum geht die so in den Arsch? Ich weiß es nicht. Es ist voll scheiße. Ja, ist es. Oh. Oh, da kommt eine Feuerkugel, Vicky. Alter Schwede, guck raus. Bams. Das hab ich ja noch nie gesehen. Doch, einmal hab ich schon gesehen, glaube ich. Alter, diese Penner. Voll verarscht. Boah, darf ich sie mal einmal parieren? Warte, ich baue mal ein bisschen. Mhm, da ist eben. Oh, okay. Warte. Dedim. Danke. Übel ist das denn bitte? Das ist richtig, richtig, oh, richtig. Oh, hat er noch wieder rote Spinnen. Oh Gott, wie ich sie hasse, ne? Die geben aber Seelen. Also geradeaus kamen die her, da muss irgendwo der Wirt sein. Der, da ist er. Da ist er, die Olle. Die Schnalle. So, keine roten Spinnen mehr. Oh, die hat Kugeln. Ja, yeah, hier wieder Quecksilberkugeln. Ach, da unten so ein Typ mit Feuer. Oh Gott. Ich hasse Leute, die Feuer haben, ne? Die sind ekelhaft. Das sind ganz viele von denen. Drei, oder? Ja, das sind noch mehr. Oh, da ist ein Pyromant. Wo? In der Ecke, da hat er einen Feuerball auf mich geworfen. Warte, den hole ich mir. Kriegst du? Gut. Alter Schwede, wie er die two-hittet. Warst du das gerade mit dem... Ja. Siff auf die? Mhm. Das ist der Handschuh. Okay. Hier. Boom. Ist wunderbar bei Mikolasch gewesen, weil da kann ich den nämlich vorher so staggern und dann kann ich hitten, ohne dass er seine Scheiße macht. Was für ein Handschuh? Der Henkerhandschuh. Ach so, okay, ich wusste gar nicht, was der bringt. Mhm, der kann quasi drei so eine Kugeln schießen. Ach und so, und die staggern dann, oder was? Ja. Ah, interessant. Wusste ich echt nicht, krass. Aber das ist ein relativ kurzes Dungeon, oder? Das ist nur die Seitentür immer noch. Nee, wir haben jetzt entriegelt. Ach, stimmt, ja. Deswegen? Warte mal, da links waren wir auch schon, ne? Ja. Da waren wir. Nee, waren wir noch nicht. Okay. Hier unten? Nee, unten kamen wir, glaube ich, her, aber hier waren wir noch nicht. Nee, doch, hier kamen wir her. Quatsch. Wo ich jetzt gerade bin. Wo bist du? Ach, da. Da hier kommen wir her. Da sind wir hergekommen. Aber hier ist ja auch nichts mehr.
Schau mal hier in den Ecken immer noch. Ne, bei der Treppe, da müsste manchmal was sein. Liegt da was? Ne, gar nicht. Komisch. Komisch. Der ist komisch. Gut, dann gehen wir zurück und würde sagen Richtung Boss, oder? Ja. Habe nur 500.000 auf dem Konto, ist kein Ding. Was? Ich habe 250.000. Ja gut, du kriegst auch mehr als ich. Mhm. Wo bist du? Ich bin wieder ganz unten. Im Kackehaufen hier. So, und die Tür war ja oben in dem Rundding da. Oder? Ich glaube, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Ja. Wo ist er? Da ist er. Das ist er. Das ist er. Die Tür fürs Leben. Da habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Zitate aus der Popkultur. Muss. So, das mach mal. Gut, wir haben eigentlich Zeit. Wollen wir das erst kurz noch machen? Das ist Zeit. Wir haben 16 Minuten bei mir. Ja, bei mir. Okay. Du machst immer so ewig lange Folgen, ne? Ja, ich weiß. So. Muss ja auch jemand gucken, ne? So, komm. Mach. Lass. Du machst das viel zu früh mit den Buffen. Das geht so schnell. Das kannst du im Kampf machen, Vicky. Nö. Doch. Ich mache ja immer zwei Buffs, deswegen. Oha, wer bist du denn? Die bluthungrige Bestie. Oh, darf ich die? Die kann ich preparieren. Ja, ich hause nur nebenbei so ein bisschen. Oh, ich kann die nicht parryen gerade. Oh, ja. Bei dir, bei der ist Feuer ganz gut, ne? Hast du schon. Oha. Alter, mir zieht die voll viel ab, ne? Pass ja, mich killst du wahrscheinlich mit einem Treffer. Ne, lass mal. Dann kann ich sie nicht parryen, Vicky. Ich denke, es ging nicht. Ja, doch, wenn du die angreifst, nicht. Die geht aber gerade auf mich, deswegen. Dann parry. Oh. Scheinbar geht's doch nicht, merke ich gerade. Alter. Im Koop wahrscheinlich. Ja, das ist auch ein bisschen laggy alles. So, ich habe mir nochmal Feuerpapier drauf. So. Mal drauf. Oh, jetzt machst du Gift. Hast du Giftpastillen ausgerüstet? Jo. Also jetzt gerade hier direkt ausgerüstet nicht, natürlich nicht. Mach mal, die ist gerade an mir. Okay. Nehm das raus. Nehm die rein. Oh Gott. So, und ich halte mich mit Giftdingens. Hast du die drin? Ja. Immer. Ach genau, wegen sowas wahrscheinlich, ne? Ja. Giftmonster, weißt du nie. Wie sie ausrastet, ne? Das ist echt schade, dass ich das nicht parieren kann. Arm eh noch im Kopf. Alter! Ist gut jetzt. Ja, deswegen die Bestie, ne? Die Rage gerne mal. Und schon wieder vergiftet, ne? Ja, geht schnell. Warte mal, ich probiere mal mit dem Henkerhandschuh ganz kurz. Achso, Gift habe ich genommen. Vielleicht macht's irgendwas. Nee, ich glaube nicht. Ja, das ist der... Alter. Ich sehe nix, ne? Das deckelt wahrscheinlich nur kurz. Nee, nicht mal. Nicht mal. Ich glaube, die kannst du doch nicht wirklich staggern. Wir haben sie schon gut, ne? Ja. So, 3400 Schaden, das war gut. Alter. Und das, dabei ist mein Bestientum noch nicht mal sehr hoch, ne? Jetzt gerade aktuell. Wow, die hat eben bei mir aus dem Target, ist die geflogen. Ja, bei mir auch. Arm jetzt. Yes. Sehr gut. Der zweite Boss. Oh, Dunstblutfärbungsedelstein 5. Leiden Lordrans Wurzelkelch. Und, ah, okay. Und zwei Brocken. Die letzte Schlacht ist vorbei. Zeit, leb wohl zu sagen. Tschüss. So, und damit machen wir auch hier Feierabend für heute, oder?
für den Part. Ja. Oder wollen wir noch kurz in die Dingens gehen? Mm. Ich könnte langsam mal meine fast 600.000 Seelen einlösen. Oh Gott, ich bin jetzt irgendwo am Arsch der Heide. Warte mal, ich nutze mal Aufwachen. Möchtest du wieder erwachen? Ja. Ich habe 287.000, das ist wunderschön. Ich habe auch ein bisschen viel anstecken gerade. Ich muss wirklich sagen... Ich habe auch gerade ein bisschen viel anstecken, ehrlich gesagt. Okay. Aber ich muss sagen, alleine sind die Bosse einfacher, weil man kann sie leider nicht parieren im Koop. Finde ich ein bisschen schade. Ist ein bisschen kacke, ja. Also man kann mir jetzt vorwerfen, dass ich zu doof bin, die Timings rauszuhaben, aber nein, ich habe die Timings super raus bei den Bossen, bei der Bestie und bei diesem Werwolf, weil ich habe es eben echt... Und die hast du ja auch schon oft genug gemacht. Ja, eben. Pistol-Only-Run, da lernst du sowas echt, wie man die Timings ausnutzt. Well, what is it? So, dann würde ich noch ganz kurz die Seelen investieren. Ich sag immer noch Seelen, ne? Ich krieg das nicht raus. Ja, ist okay. Sind ja auch Seelen. Der Blutecho sagt, der ist nicht wirklich Fan. Genau, du bist nur wahre Fans sagen Blut. Du bist nicht real. Ja, bist du real? nein. So, warte. Mal gucken. Was macht der denn? Auf was gehe ich denn? Was war der Leiden Law? Nee, wie hieß denn der Edelstein? Wow, ich kann gerade mal 4 Level aufsteigen damit. Wie heißt denn der Blutedelstein jetzt, den wir gekriegt haben nochmal? Ich habe keinen Blutedelstein bekommen. Es? Echt? Ich habe irgendeine Stufe 5er. Schmutziger Dunstblut. Ich habe keine Ahnung, wie der jetzt hieß, ne? Warte mal, ich habe wahrscheinlich auch die falsche Waffe dafür. Ich sollte mal wieder mit dreieckigen? War das ein dreieckiger? Nee. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir wirklich nicht sagen, weil ich ihn nie gesehen habe. Das war ein verfluchter irgendwas. Arkan-Dunstblut? Nein. Ich habe den hier nirgendwo zum Einsetzen. Oder ich sehe es nicht. Okay. Es war auf jeden Fall ein Stufe 5er. Dunstblut-Färbungsedelstein? Blutangriff? Nein. Arkan-Dunstblut? Ich hab's leider vergessen, was für ein Stein das war. So, ich muss jetzt erstmal ganz kurz gucken. Ich will die Krallen mal kurz ein bisschen aufbessern. Die Brocken gebe ich dir noch klar. Ich habe jetzt gerade wieder 2 Brocken bekommen. Echt? Das wäre voll nett. Das wäre voll nett. Na gut. Aber ich würde sagen, ich beende meinen Part schon mal an dieser Stelle. Machen wir nächstes Mal, oder? Ja. Alles klar. Bis denn. Tschüss.